Habe die Ehre, liebe Leute, willkommen zurück zu Demon's Souls PS3 Platin auf der PS3 New Game Plus. Ja, ich habe jetzt offline, oder offscreen besser gesagt, das Markstein-Gedöns gefarmt. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe mehr als genug. Vor allem Markstein-Scherben habe ich genügend bekommen. Bei den Klumpen war es ein bisschen, war jetzt die Droprate nicht so hoch. Also es hat schon ein paar Stündchen gedauert, bis ich das zusammen hatte. War jetzt nicht so ideal. Was dafür allerdings verdammt schnell ging, das habe ich jetzt nebenbei auch noch erledigt, weil es wirklich egal war. Und zwar hier in den Steinfang-Katakomben, da entweder in der Nähe des Flammschleichers, wenn man zurückläuft, oder bei der Panzerspinne, wenn man nach unten läuft, die Würmer, die aus dem Boden kommen, die Grausteinklumpen farmen. Das haben wir jetzt erledigt. Ich werde mir jetzt die Waffen mitnehmen, falls ich die nicht schon eingepackt habe. Dann machen wir jetzt die Trophys noch fertig. Ich glaube, die habe ich sogar schon eingepackt. Die Brecheraxt. Ne, die fehlt mir noch. Genau, Brecherstreitaxt. So. Na, wir haben noch Marksteinwaffe und Grausteinwaffe. Genau, Todesdegenbrecher und Brecherstreitaxt. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen, ob ich noch eine Seele zu ploppen habe, weil ich habe nichts mehr. Ich habe nämlich permanent das Ding benutzt. Die Nexus-Bindung. Ah ja, schön. Das ist eine Boss-Seele, die muss ich mal aufheben. Legendäre Heldenseele. Ja, schön. Ja, eine große haben wir sogar noch. Reicht locker. So, dann können wir das schon mal hier aus dem Gedächtnis streichen. Ja, aber ich wollte jetzt da wirklich... Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Nicht hier nochmal wie viele Stunden Parts aufzeichnen, nur damit ihr mir zugucken könnt, wie ich das Scheißhausfliegen abschieße, in der Hoffnung, dass ich Marksteinzeug bekomme. Weißt du, nee. Der letzte Part, da habt ihr es ja gesehen, dass ich einen Klumpen und eine Scherbe vom Markstein bekommen habe. Es muss reichen. Es ist ohnehin schon lästig genug. Warum soll ich euch da noch die Zeit verschwenden, ne? So. So, Waffe aufwerten. Also ich habe mehr als genug. So, Todesdegenbrecher. Ja, hier, 9 Klumpen, 24 Scherben. Da habe ich einiges gekriegt. Klumpen habe ich, wie gesagt, viel zu viel gefarmt. Aber, mei, ist halt so, ne? Ja, das ist viel zu viel. Hätte ich mal sparen können. So, gut. Todeswaffe erledigt, Freunde. So, Trophäe des Lebensmeisters. Und das war der erste. Und jetzt haben wir noch den Brecher. Ja, da habe ich jetzt auch mehr. Hätte ich wahrscheinlich gar nichts mehr farmen müssen. Irgendwas habe ich da wieder verdreht, keine Ahnung. Eh wurscht, ich habe da viel zu viel gefarmt wieder. Scherben aber mehr als genug, hier Klumpen. Und der reine Graustein. So, Brecher. Müssen wir eigentlich jetzt alle haben. Alle Waffen durch Wirkungen, sozusagen. Prügelmeister, jawohl. So, dann repariere ich noch mein Zeug. Gut, Freunde. Das haben wir erledigt. Jetzt schaue ich da noch mal kurz in die Trophäenliste, ob das jetzt auch alle Waffenarten, nehmen wir es einfach mal so wahr, ne? Was ich jetzt natürlich auch noch machen könnte, das kann man aber im NG Plus 2 auch machen, wenn es wäre, aber ich bin da nicht doof und mach das, ne. Wir könnten jetzt noch alle Kristallechsen abfarmen für Hart- und Scharfsteinscherben und große Hart- und Scharfsteinscherben, weil die brauchen wir dann später für die Bosswaffen, weil ich glaube, da müssen wir erst plus 6er Waffen herstellen, aber ich bin ja nicht doof und fahren wir da einen ab. Ich werde das dann kaufen, das Zeug, wie ich es brauche. Ja, wir kriegen dann so viel Seelen im NG Plus 2, da gehe ich einfach zum Händler und kaufe mir das Gedöns, weil wir müssen sowieso im nächsten NG noch zum Drachengott, weil wir dessen Seele viermal brauchen, ne? Einmal für Sage Frake, einmal für Yuria,
einmal für Saint-Aubin und einmal für die Bosswaffe. Also, da kriege ich genug Seelen, da brauche ich die Scheiße nicht. So, das zu dem Thema. So, Giftplöre sind wir fertig, brauche ich auch nicht mehr. Das passt. Ja, jetzt könnte ich mir noch Gewürze kaufen, das mache ich auch. Wie viel habe ich denn noch? Warte mal. Nee, mach jetzt nicht. Wir haben noch ein Gebiet vor uns. Beziehungsweise, ich muss Juri noch befreien, Freunde. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, das habe ich auch noch nicht gemacht. Dazu nehmen wir uns jetzt den Hut mit. Kriegen wir zwar jetzt da nochmal, aber das ist wurscht. Nehmen wir einfach mal den Hut nochmal mit. Wo ist denn das Ding? So viel Scheiße. Immer alles doppelt. Da, Ministerkappe. Ja. Yeah. Dazu gehen wir. Ja, passt schon, genau. Turmritter, stimmt. Jurian Piobeverein. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den Schlüssel schon eingesammelt habe. Ich glaube nicht. Sag mir, ich glaube, der Nebel schon weg ist. Nee. Müssen wir das komplette Gebiet noch machen. So. Hunde. Das Zeug sammle ich ein, weil das ist gutes Zeug. Da brauchen wir auch nicht so geizig sein, aber da kriegen wir jetzt noch mehr als genug dann. Das lasse ich liegen, das ist nur so ein Billigschild. Die Eggs für den Klumpen brauche ich auch nicht mehr. Oh, die triffst du nicht einmal. Das ist eh so Blödsinn. Hey, hallo Freunde. So nicht, Kameraden, so nicht. Das haben wir nicht gewettet. Das ist ja eher Vollmond krass. So, das gute Zeug gibt es hier sowieso. Und heute. Hey! Das ist unfair. So, um die Ecke Camper da. Ja, da. Die Brandbomben, na gut, die brauchen jetzt nicht. So, machen wir Schonung rein. Ist eh wurscht, es geht um nichts. Dann kürzen wir hier ab. Weil es mir egal ist. Muss auch nicht den netten Shit jetzt einsammeln. Ja, ja, passt schon gut, da ich Schonung drin habe. Neumondgras nehmen wir auf jeden Fall mit. Ah, sogar beide erwischt, das ist ja sehr gut. Da freue ich mich. Hey, nice Stein, super. Hey, ja, der Doll. Nochmal. Passt. Ah, Ring des Diebes ist ja gar nicht drin. Ich habe den Ring der kolossalen Stärke ausgerüstet. Den brauche ich ja gar nicht mehr. Wegen der ganzen Scherben und Ding, was ich gefangen habe, ne? Ahaha. Wo ist denn der Ring des Diebes, da? Ich möchte nicht erblicket werden, wenn es geht. Viel Erzlischen. Da, das ist Verarsche, ne? Das kennt man schon. Schön. So, jetzt brauche ich aber meinen Bogen.
weil hier gehe ich kein Risiko ein, sehe ich gar nicht ein. Da kommen wir hier so wunderhübsch. Ja, ja, das ist schon recht, Herr Minister. Machen wir hier da ein bisschen da. Den da. Eins. Es geht so sexy hier. Ja, ja, ist schon recht. Ja, wie das wunderbar funktioniert, hä? So, jetzt passt es schon. So, dort geht's gar nicht rein. Jetzt wieder so ein Sheet ausgerüstet. So. Ja, da. Ja, klasse, klasse. Nur nichts überstürzen. Wichtig sind da die Schlüssels. Aha. Gut, dass ich schon drin gehabt habe. So, jetzt haben wir den ersten Schlüssel, genau. Haben wir uns noch mehr Gewürz rein, weil jetzt haben wir Zeit. Oh, ah, komm, das kann ja nicht dein Ernst sein. Jetzt kriege ich noch in den Rücken geschossen. Schonung war weg. Aha. Ja gut, ey. Ist jetzt aber auch nicht so tragisch. Wir haben den eisernen Schlüsselring. Da steht doch ganz schön weit hier vorne, der Kollege. Ja da. Ja, schon her. Na gut. Dann machen wir halt das zuerst. Ist ja egal, wenn wir schon da sind. Herr Minister. Der blutige Eisenschlüssel. So, jetzt können wir das zumindest mit Juria schon mal erledigen. Jetzt auch nicht das Problem, ne? Wie gesagt, die ganzen Kristallechsen, die ignoriere ich jetzt komplett, die interessiert mich nicht mehr. Weil das Zeug, was mir fehlt, das kaufe ich dann. So. Jetzt können wir Björ, ja, mit Björ wieder den durch die Ringer machen, der lenkt ihn gut ab. Das passt soweit auch. Ah, genau. Ich hole mir aber jetzt trotzdem noch da unten hier dieses schwere Schildzeug, weil ich nicht weiß, ob man das für die Waffentrophäe braucht. Da unten ist das Turmschild. Was ist? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hab. Ich war ja, aber wie gesagt, hey. Ja, Turmschild, so. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ob das für die Waffentrophäe wichtig ist. Ich glaube schon. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich das schon besitze. Deshalb lieber auf Nummer sicher gehen. So, da, da.
Dann ja, können wir gleich zu Julia. Dann haben wir das schon mal erledigt. Ostrava interessiert nicht mehr. Runenschwert und Schild haben wir. Den Schlüssel haben wir fürs Mausoleum, das haben wir im ersten NG noch gemacht. Mit Old King Doran. Ephemer-Augenstein, den hole ich jetzt auch nicht mehr, weil wozu denn? Ich brauche Gott sei Dank nichts mehr farmen. So, Hut rein. Die beiden Ringe, die da liegen, die brauche ich natürlich auch nicht mehr einsammeln. Oh, ne. Ah, Scheiße, jetzt liegt da aber ja blöd. Mal lieber mal Schonung rein. Safety first. Aha. Okay, der backt. Aha, Freunde, der backt fest. Hier. Das kenne ich so auch noch nicht. Ah, jetzt kommt er. Also dass das hier, so habe ich auch nicht gewusst, dass das hier unter der Treppe nicht geht. Okay, Julia, Hammer. Alles klar, vielen herzlichen Dank. Passt, Julia ist im Nexus. Dann können wir dann alle restlichen Bosszauber bei ihr erwerben. Und wir erinnern uns, wir haben beim ersten Mal durchspielen es so gewählt, dass wir die Black Maiden am Leben gelassen haben. Das heißt, wir haben den Bossraum wieder verlassen. Das gute Ende, wenn man so möchte. Deswegen haben wir die Seele der Schwarzen Jungfrau bekommen und dann können wir uns den Soulsucker Zauber bei Julia kaufen dafür. Oder eintauschen. Ups, das war der falsche, das brauchen wir. Weil es mir jetzt gefährlich ist. Hallo, Kollegen. Ah, genau. Jetzt ein bisschen schön hinten in eine Reihe, genau. Passt. Jawohl. So gefällt mir das. Nimm dein Schild runter, toll. Voilà. Ha, helle Bade, sensationelle Waffe, gell? So, was war denn das überhaupt? Vollmondgras, ja, nimmer. Ach, wurscht jetzt. Jetzt kommt natürlich kein rollender Stein mehr, der uns hilft. Na, was los? Wo seid denn ihr, Patienten? Na, da ist er. Schön. Ja, du mir auch, geh her. Koffer.
Der kann. Ah, da ist er. Der Tanzi. Ah, nichts überstürzen, Freunde. Ich habe jetzt keinen Bock nochmal zu. Ja, das ist super. Ich hab's Kabel nicht da. Na, hoffentlich reicht da noch ein bisschen. PS5-Pad ist zumindest. Oh, da ist er. Der ist schon da. Beim PS5-Pad ist es so, wenn es anzeigt, ist es leer, dann kannst du noch eine Stunde spielen gut. Also, ne? So. Ah, kein Risiko. Schnauze, Freunde. So. Also nicht ihr, ne? Diesmal nicht, Kollegen. Nein, nicht dein Ernst. So nicht. So nicht. Oh ja, ja, bis jetzt kommen wir schon ganz gut hin. So. So, der Helibadenmann. Der Rotaugen-Heini, der ist da. Kommen Sie ran da. Ja, Neumond, Eis, fetzt schon. Maui. Damit machen wir hier alles weg. Einfach hier Safety First, ne? Naja, genau was ich gerade sehe zum Vergleich. Das sieht hier auf der PS5 auch deutlich anders aus. Hier ist so eine Mauer, ne? Auf der PS3. Der PS5 ist so eine Art Durchgang. Geht das ein bisschen weiter, zwar jetzt auch nur einen Meter, also gefühlt, ne? Jetzt auch nichts Besonderes. Aber da ist hier so eine Art kleiner Torbogen, da können wir reinlaufen und dann liegt das Item ja, in so einem Flur mehr oder weniger. Aber wie gesagt, das ist nur so ein optisches Detail. Kann man mal erwähnen, ne? Wie gesagt, reißt jetzt nichts aus, aber ist ein bisschen detaillierter. Kann man schon so sagen. Oh la la. Jetzt haben wir noch einen Minister. Das halten wir ein Gras, brauchen wir eigentlich nicht. Was hast du? Das passt. Das nehmen wir gern. Ostrava ist wie gesagt sowieso nicht da.
So, da, da. Brauchen wir nicht mehr, ne? Ministerkappe. Hatten wir schon das Vergnügen. Im ersten NG. So, jetzt sind natürlich auch diese zwei Rotaugenritter nicht da, weil sie Ostrava nicht jagen. Ja, gar nichts ist los. Es geht ja ohne Kries, weil ich brauche sowieso zwei Schüsse, ja. Da ist eh wurscht. Aber auf jeden Fall Schonung, 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 Schonung. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Ich brauche nur zwei, drei Armbrustbolzen auf einen zufliegen und schon war's das. Ich gehe hier definitiv kein Risiko ein. Nicht zu kurz vom Ziel. Oh, schöner Treffer. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Okay, hat er mir eh viel mehr Augensteine raus, der langweilt mich. Könnte ich zwar mit mehr Lebensenergie zum Boss rein, aber. Nee. So, da, Schonung. Und jetzt noch. Den Rest hier erledigt. Sorry. Ja. Der Brandpumpen, okay. Oh oh, der Autolock-on. Das ist nicht gut. Okay, passt. Jawohl, kann man so stehen lassen. Ich habe schon wieder einiges an Vollmondgräsern bekommen. Das gefällt mir äußerst gut. So, dann warten wir noch mal kurz, bis Schonung neu casten können und dann passt es. Hopp, Jolli. Der ist, finde ich, auf der PS5. Jawohl, Bioli, passt. Ich finde, der ist auf der PS5 ein bisschen einfacher. Vielleicht liegt es an der 60 FPS, keine Ahnung, aber auf jeden Fall finde ich, dieses auf der PS5 leichter zu ausweichen. Hey, Bioli? Ja, gehst wieder pennen, passt. Er muss sich ausruhen, ja, ich muss mich heim ausruhen. Jawohl, passt, genau, wunderbar. Wie gesagt, der Penetrator ist ja eigentlich ein ganz simpel gestrickter Boss, also schwer ist er ja nicht. Der haut zwar ordentlich rein, wenn er eintrifft, jetzt ohne Schonung im NG Plus vor allem, aber
Ist jetzt nichts Außergewöhnliches, ne? Sodala, das hätten wir. Dann gehen wir zu Juria, machen wir das fertig. Dann müsste ich jetzt eigentlich dann die Zaubertrophäe bekommen, Freunde. If you wish, however, ja, ich möchte. Nein, ich möchte. Ja, ich möchte. Ich bin damit, Freak, bin ich fertig. Ich brauche dich, Mädel. So, wir haben Feuersbrunst. Panzerspinne. Freile. Dann Waffenfluch durch Dringer. Haben wir eben nochmal gekillt. Also passt. Dann haben wir Seelendurst vom alten Mönch. Was macht denn das überhaupt? Beim Töten von Feinden werden mehr Seelen erbeutet, nur von mir aus. So, Soulsucker, Seelensog, schwarze Jungfrau, Dämonenseele. Gibt es nur die Seele, wenn man das Gute in der Welt, mehr oder weniger. Das heißt, man verlässt den Bossraum unten beim Uralten, ne? Und entscheidet sich dafür, es wieder in seinen Schlummer zurück zu setzen, mehr oder weniger. Dann kriegt man die Seele und dann kann man sich den Seelenzug aussuchen. So, passt. So, und zu guter Letzt. Linderung. Jungfrau Estrella gewährt dem berührten Ziel vollkommene Erholung. Es ist hervorragend, wenn man Koop spielt, ne? Wenn man Koop spielt und einer hat keine Heilung mehr dabei, kann man nehmen, aber ich habe es nie gebraucht. So, jetzt müssten wir eigentlich die Trophy kriegen. Thank you. Da ist sie, Trophäe des Weisen. Alle Zauber. Man gibt eh nur zwei Trainer, ne, von der Zauber. Das hier der Verkauf des Standards, ne? Dann haben wir Sage Freak und wir haben Juria die Hexe. Die sind wichtig. Fehlen da nur noch der Wunders. Aber ich glaube, das können wir jetzt noch nicht machen. Wunder lernen. So. Heilung. Wir können uns schon mal ein bisschen was kaufen, Freunde. Weil es egal ist. Wir kaufen uns die Heilung. Wir kaufen uns die Gegenmittel. Heilt den Wirker vor Vergiftungen. Ja, klar, ne? So. Reinigung. Zappelnde Dämonenseele. Ja, wir haben die sogar noch. Blutsauger. Machen wir. Regeneration. Richterseele. Stellt Stück für Stück die TP des Wirkers wieder her. Auch nicht verkehrt. Können wir auch noch auswählen. Machen wir gleich alles fertig, weil es wurscht ist. Zweitleben. Das ist Second Chance. Das ist absolut geil. Alter Mönch, ne? Er weckt den Wirker einmal von den Toten auf. Also wenn man stirbt, hat man nochmal eine Chance. Das ist absolut geil. Vor allem im PvP richtig böse gewesen, weil da dachte der Gegner hat gewonnen und du stehst wieder auf. Das ist auch teilweise ein bisschen unfair gewesen, ne? So, dann kaufen wir Refugium. Gibt es ja in Dark Souls. Das ist quasi das Wunder Homeward Bone, wenn man so möchte, ne? Kommt mein Nexus zurück, ohne dass man die Seelen verliert. So, Seelentarnung. Verbirgt die Seele des Wirkers, dass es schwarzen Phantomen erschwert wird, ihn aufzuspüren. Dann Auferstehung, Hammerne. Verbannung, Hammerne. Sturmkönig, können wir noch. Also Auferstehung und Verbannung können wir nicht, da fehlt die Seele. Na, müssen wir im nächsten NG nochmal ran. Magiebarriere, Sturmkönig, können wir. Und das können wir auch nicht. Also wir müssen ja sowieso ins Engi plus 3. Ne? Das geht nicht anders. Wir müssen, ihr seht es ja hier, alle drei Erzdämonen nochmal besiegen. Bis auf den, sagt's mal, ja, der fliegende Rochen da, der Sturmkönig, genau. Das heißt, wir müssen im wir können sowieso so nicht aus, ne? Drachengott, Dämonenseele brauchen wir noch zweimal, weil wir ebenfalls eine Bosswaffe schmieden müssen, ne? Das heißt, wir müssen noch im komplette Engi plus 2 müssen wir durchspielen und Engi plus
3 bis zum Drachengott. Es dauert auf der PS3 deutlich länger als auf der PS5. Wie gesagt, man braucht die Drachengott-Dämonenseele 4-mal. Geht leider nicht anders, ne? Das heißt, ne? Also, Maiden Destroyer, Old Monk, Drachengott, und es bleibt uns leider Gottes auch nicht aus, dass wir, obwohl wir die Seele nicht mehr brauchen, zumindest nicht für die Wunder, auch das Ding nochmal machen. Also alle Erzdämonen im NG plus 2 für die Bosswaffen, ne? If heaven God, it is God. Hilft nichts, also wir müssen den sowieso nochmal befreien. Oh, the fact, oh. Und da kriegen wir nur einen Stein, wenn wir 20 Wille haben. So, haben wir ein Level schon. Magie will ich auf 40. Okay. Haben wir noch irgendwas zu ploppen? Ein bisschen was, ja. Können wir noch. Und dann gehen wir noch shoppen, Freunde. Ich brauche Spice. So, da wie gesagt zu guter Letzt noch Gewürze kaufen. Dann bin ich nämlich da fürs NG plus 2 auch gut gerüstet. Na komm, laut Spiel, so. Komm, geh auf Vektor, du kleiner. Hat er mich gehört? Mein Fuß stapfen. Er schleicht dich. Ja, als in Seelenform ist man leiser unterwegs. Aber weg mit dir. Hast du was Geschmeidiges? Ein frisches Gewürz. Na gut, ja, weil man immer einen Haufen Seelen da gibt, können wir wieder reinkommen. Shoppen. Wo ist er denn? Ah, er läuft in die andere Richtung. Das ist hervorragend. Das kann ich mir zunutze machen. Ja, krieg ich 70. Ja, sogar 72. Alte Gewürze, das gefällt. Ja, ich könnte es mal auch glitschen, ich weiß, aber na, das machen wir nicht. Thomas Glitch. Thank you. Soll ich euch den mal zeigen? Schreibt es in die Comments, Freunde, ob ihr den Thomas Glitch sehen wollt. Items duplizieren von 200-fachen. Geht auf der PS5 nicht, ne? Ganz einfach zu machen. Da kommt quasi der Arbeitsspeicher der PS3 nicht hinterher. Der ist zu dumm dazu und zu langsam. Den kann man austricksen. Ich sag, theoretisch, mit dem Thomas Glitch hätte ich die Platin schon längst, weil ich kann mir auch alle Bossseelen für 200-fachen. Das heißt, wir müssten das Spiel nur anderthalb Mal durchspielen. Anderthalb. Weil Ed, der Schmied, wird erst aufmerksam auf die Bossseele, wenn man ihn gekillt hat. Und nicht, wenn man sie dupliziert hat. Also man muss das Spiel 1,5 Mal durchspielen. Bossseele vom Flamelurker, ne? Dass man Waffen schmieden kann. Mit dem Thomas Glitch geht's verdammt schnell. Ich sag, ich mach das jetzt nicht, aber wenn ihr sehen wollt, wie ihr Verbrauchs-Items und Seelen duplizieren könnt, also von 200-fachen, das geht übrigens auch, das geht mit Pfeilen, glaube ich, auch, das geht aber nicht mit Waffen.
Und Ringen geht's ohne. Also es geht mit Schmiedematerialien und Verbrauchsgegenstände funktioniert das. Wenn ihr wissen wollt, ob ich euch das zeigen soll, dann schreibt es in die Kommentare rein. Falls nicht, lassen wir das. Wir machen aber jetzt hier erst einmal einen Cut. Ein bisschen was war es auch wieder. Ne? Ein paar Trophys, Zaubertrophys. Der René, genau René. Weil René Pop war das, so hat es ja letztes Mal geschrieben, dein Projekt geht in die Endphase. Naja, ganz so schnell geht's nicht. Na, wir haben noch einen kompletten Run plus einen halben mehr oder weniger. Nicht ganz. Weil wir auf der PlayStation 3 ins Engi Plus 3 müssen. Das hilft leider nicht. Wie gesagt, wir brauchen die Seele des Drachengottes viermal. In diesem Sinne, Freunde, Dankeschön, dass ihr da wart. Weiterhin viel Spaß und Erfolg mit Demon's Souls und hoffentlich bis nächstes Mal. Habe dir, ciao, servus.